da auf dem Kleintierboden heute irre viel los ist, drehen wir jetzt draußen bei minus 3 Grad die Kleintiervermittlung direkt nach der Hundevermittlung. Und wir sind auch schon ein bisschen durchgefroren. Ein bisschen. Wir fangen an mit Lakritza. Lakritza, ein echt ungewöhnlicher Name, wie ich finde. Ein Stallkaninchen. Ja. Der Kaninchenbock ist im September 2016 geboren. Seit kurzem bei uns im Tierheim, haben wir aus einem anderen Tierheim übernommen. Das waren mal 8 Stallkaninchen. Genau, sind aber einige schon vermittelt worden und heute geht es nur um Lakritza. Für die Außenhaltung geeignet? Ja, es ist ein kastriertes Böckchen, deshalb würden wir ihn gerne zu einem oder mehreren Mädels hinzuvermitteln. Kinder wären okay, denken wir. Ja, er ist etwas schüchtern, aber das legt sich wirklich ganz schnell. Und er wächst wohl noch ein bisschen. Und er ist schon recht groß. Ja. Er wird noch größer. Ja. Stallkaninchen. Lakritza, sofern Interesse. Bei uns im Tierheim gibt es weitere Informationen. Ja. Und dann haben wir noch die Kaninchenkinder von Luise. Ja. Silke, was steckt denn dahinter? Ja, die haben noch keinen Namen, aber es sind 2 Mädchen. Die sind vom November 2016. Und die sind auch über ein anderes Tierheim zu uns gekommen. Die waren ursprünglich mal mit ihren Eltern Tieren ausgesetzt. Ne? Zusammen oder einzeln zu einem kastrierten Bock dazu. Ja, die sind schüchtern, aber nett. Allerdings nicht für kleine Kinder geeignet. Und natürlich ab Frühjahr auch für die Außenhaltung möglich. Ja. Kaninchenkinder von Luise. Infos auch bei uns im Tierheim. Und dann haben wir noch 2 Mäuse. Ja, das sind auch Mädchen. Die noch auch noch keinen Namen haben. 2 Mädchen, die 12 Wochen alt sind. Mhm. Ja, die wurden im Karton ausgesetzt bei frostigen Temperaturen in Empelde. Ja. Und sind seit Ende Januar bei uns im Tierheim. Die möchten wir auf jeden Fall nur zusammen abgeben. Gerne auch zu anderen Mäusen dazu. Die Mäuse sind keine Kuscheltiere. Nee, und für Kinder sind sie auch nur was zum Beobachten. Und sie suchen jetzt wirklich ein geräumiges Terrarium mit vielen Klettermöglichkeiten und halt viel Beschäftigungsmöglichkeiten. Ich sage es immer wieder, sofern Interesse an Kleintieren, ob es nun die Mäuse sind, die Kaninchenkinder von Luise oder auch Lakritza, einfach mal bei uns im Tierheim vorbeischauen. Das war schon wieder unsere klitzekleine Kleintiervermittlung. Tschüss.